Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Tales of Arise. Ja, quatsch mich nicht ständig an, okay? Danke, cool. Immer muss ich gehen, ich weiß auch nicht, das ist immer ganz schlimm. Hab ich auch vergessen, was ich sagen wollte. Wir waren auf Rena und jetzt wollen wir eigentlich erstmal ein paar Nebenaufgaben machen und weiter Gespräche hören. Yay, Gespräche! You feel heat and cold again, don't you? Admittedly, yeah. It can get pretty toasty in this thing. Is it hard when your back starts to itch? Oh, you bet. Plus, my shoulders get stiff wearing it, even if it's not all that heavy. Kisara looks like she manages all right with her armor. Armor takes a strong body and a stout heart. Spoken like a true guardsman. Not that I really get what you mean. The more I think about it, the more I realize what a pain it must be. Like, what do you do when you need to take a leak? Ew! That part can be a bit of a pain, yeah. More things to take off. That sucks, man. Wouldn't it be easier if you just walked around outside of your armor most of the time instead? You never know when the enemy might attack. As tempting as it might be to take it off, it's not worth getting killed over. So basically, you're screwed if you ever get attacked while taking a dump. Right, Rinwell? Are you doing this on purpose? Hey, was denn? Das sind doch ganz normale Fragen. Rinwell hat echt Macke, Alter. Entschuldigung. Ich benehme mich wieder. Hey, so. Alvin. What do you think of that chick over there? Doesn't look like she really works out. I'm not talking about her muscles, you dummy. Klar, über was denn? Zügelmaskottchen? Zügelmaskottchen? Hey, she's pretty cute. Mein Gott, du. So, Wumsel. Ah ja, die Wumsel außerhalb der Stadt. Ja, das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Aber hier ist ja auch noch irgendwo anders eine Aufgabe für uns. Deswegen nehme ich die jetzt erstmal an. Und ich weiß nicht, was mit Lore los ist, aber der ist hart rollig. Mein Lord, ich habe eine Botschaft von Notio erhalten. Es steht darin, dass die Hochzeit im Saxleo-Tempel stattfinden soll. Hm. Ausgezeichnet, danke für die Nachricht. Endlich steht die große Hochzeit vor der Tür. Ich kann mir kaum einen glücklicheren Anlass vorstellen. Right. Ja, natürlich. Quest bekommen, ihre Zukunft. Oh Gott, jetzt wird's richtig spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Hochzeit, cool, krass. Saxleo-Tempel. Isn't that where Shion was being held? Shh. Wasn't it beautiful? I can't wait for this. Also gehe ich mal davon aus, da drinne jetzt, oder was? Okay. Okay, wir kümmern uns jetzt um die Hochzeit. Wir machen jetzt Hochzeitsdinge. Ich weiß, wir sind alle unsagbar begeistert. Hüpf. Hurra. Yay. Cool. Toll. Yay. Hurra. Hüpf. Mhm. Lotto Holly, danke, dass ihr gekommen seid. Du, Halim, ihr seid hier. Großartig. Kommen wir gleich zur Sache. Alle warten darauf, dass ihr sprecht. Oh. Oh, welche große Gesellschaft sich hier versammelt hat. Ein Grund mehr, dass ich mich richtig ins Zeug lege. Okay, danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich möchte auf die üblichen Formalitäten verzichten, denn dieser Scheiß interessiert mich gar nicht. Und an diesem glücklichen Tag um euren Segen bitten. Ich bin Sir Notti und seiner zukünftigen Frau Kagria zum ersten Mal begegnet, als... Okay, das hat dauern. Nur denn ein Trinkspruch auf das ewige Glück für das liebe Paar, sowie auf Frieden und Wohlstand zwischen Dana und Rena. Cheers! Alle mal einen Applaus, Alter. Jetzt aber mal. Cheers! Yay. Gut, Zeit, den Brautstrauß zu werfen. Weißt du, Shion, ich habe gehört, wenn man auf einer Hochzeit keinen Strauß fängt, bleibt man für immer alleine. What? Echt jetzt? Hey. Ah! Oh Gott, ich werde irgendjemanden töten. Oh. Nice try, you two. Na, dann versuch jetzt zwei. Better luck next time. Achso, Entschuldigung. Never. Why? Wait,
Something's wrong. I couldn't catch it. I'll always be alone. How could I... Oh, please. I'm so lonely. Flashback. Oh no. This is just like what happened before. Alphen! I'm alone. I'm all alone. What can I do to get her to snap out of it? There aren't any thorns this time. I've got it! Alphen? Shion, you're not alone. You've got all of us. And it wasn't just one bouquet either. There's also this one from me. So please, don't give up. We'll fight this together. Shion! Overreacting? You dummy! That's not what I was upset about. How many times do I need to tell you not to blindly rush into things? That said, it does make me feel better. Even if your bouquet is just a weapon named after one. I'm just glad I could help. And I made another one to go with it, so it wouldn't be lonely either. You never cease to amaze me, Alphen. See you. Caritas Bouquet. Hochzeitstortenschneider. Na, das klingt doch nach Essen. Silberne Rüstung. Oh Gott. Hauptsache voll am Overreacten. Doalim kriegt irgendwas. Das ist ja Doalimitastisch. Resistenzen. Ja, dann sind wir halt Resistenzer. Ein Resistenzer. Jetzt juckt meine Nase. Ach, Mann. Immer ist irgendwas, ne? Ist euch mal aufgefallen? Wirkt ein bisschen bedürftig, wie ich so drauf bin. She-Hulk kriegt auch noch was. Gut. Haben wir die Hochzeit hinter uns gebracht? Gott sei Dank. Feeling better now, Shion? I'm sorry I lost my cool like that. Don't worry. It's not like I have any room for criticism. Being a grown-up isn't easy, is it? Also ich finde es ist sehr einfach, eine erwachsene junge Frau zu sein, aber okay. Oh, guck mal, hier ist sogar besser, das Hochzeitstortenschneider-Ding. Naja, dann nehme ich das sogar mit. Das ist sogar um einiges besser hier. Oh Gott. Okay, silberne Rüstung ist dann aber garantiert nur ein Outfit, wa? Silberne Sünden. Ja, ich gehe mal davon aus, das ist die hier, oder? Sieht scheiße aus. Mein Hochzeitsschwert. So, bloß raus hier. Warte, wir können auch anders raus. Deswegen ja auch bestimmt das hier noch. Okay, wo haben wir denn noch was? Ah ja, das war der... Die sind, glaube ich, alle zu hohes Level. Wobei, ich weiß gar nicht mehr... Welches Level tatsächlich der Einhorn war? Ich weiß gar nicht, welches Level der war. Wir sind ja immerhin jetzt schon Level 50, ne? Back in familiar territory. I wonder if something happened. Na klar, passiert immer was. Vor allem, dass man sich verläuft. Hi. Yeah. Hey, wie es aussieht, habt ihr gut zu tun. Hey. Das könnte man sagen, aber du scheinst ja selbst die guter Dinge zu sein, Grena. Ich gebe mein Bestes. Wenn ich eins kann, dann optimistisch bleiben. Gerade wenn alle Leute Angst haben, ist es umso wichtiger, dass Leute wie wir standhaft bleiben und die Hoffnung am Leben erhalten, weißt du? Ah, du sagst es. Und was habt ihr über die Leber gelaufen? Mir geht's gut, schätze ich. Tja, das klingt aber nicht danach. Wenn Cypher dich so sehen würde, wäre er jetzt nicht begeistert. Grena, lass mal gut sein. Ja, hat Falsches gesagt? Oh, richtig. Yeah. Wie dem auch sei, da fällt mir ein, dass Nate euch um einen Gefallen bitten wollte. Mhm. Ach ja, worum geht's? Sprecht am besten selbst mit ihm. Richtet ihn aus, dass ich euch geschickt habe. Bis dann. Just great. Der ist ja eilig davon gehetzt. Die Sache mit Cypher, ich meine, mit deinem Vater, das belastet dich immer noch, wa? Ich kenne jede Karmesinkrähe, seit ich klein war, also weiß ich genau, wie sehr sie ihn bewunderten. Es ist ja nicht so, als würde jemand mit dem Finger auf mich zeigen, aber es ist schwer vorstellbar, dass sie mich nicht irgendwie hassen.
Willst du hier warten, während wir mit Nate reden? Thanks. Nein, ich komme mit. Vom Rumstehen und Warten wird es mir auch nicht besser gehen. Weiß man nicht. Rumstehen und Warten sind auch manchmal Dinge, die sind, ne? Okay, mit irgendeinem anderen reden? Mit dem da? Der stand einfach direkt hinter uns. Der hätte auch gleich irgendwas sagen können, aber gut. Huh? Oh, alle zusammen. Was kann ich für euch tun? Das wollten wir eigentlich dich fragen. Grena hat uns geschickt, um mit dir zu reden. Du wolltest uns um einen Gefallen bitten? Hm. Gefallen? Welche Gefallen? Ah, jetzt weiß ich wieder. Hm? Ihr kennt doch das Iglo-Land, oder? Da lebt ein Sugel. Wäre toll, wenn ihr ihn erledigen könntet. Fürs Erste haben wir es geschafft, ihn in Schach zu halten und die Straße zu sperren. Aber wer weiß, wenn er sich befreit und wieder Probleme macht. Klingt logisch. Und jetzt wollen wir dafür sorgen, dass es nie dazu kommt. Ja, mehr oder weniger. Aber ich will nicht dich darum bitten, Erfend. Law soll sich stattdessen darum kümmern. Ich? Wirklich? Hast du ein Problem? Nein, das nicht, aber... Alright. Gut, dann mach dich so schnell wie möglich an die Arbeit. Wenn du die Barriere einreißen musst, um ihn zu erledigen, dann sorg kein Problem. Also, das war alles von mir. Enttäusch mich nicht, hörst du? I guess. Was ist mit diesem Typen los? Erst fängt Grena an, sich so komisch zu benehmen und jetzt auch noch Nate? Es liegt an mir, weil ich für den Tod meines Vaters verantwortlich bin. Law. Nein, schon gut. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, nach allem, was sie meinetwegen durchgemacht haben. Niemand hat gesagt, dass wir dir nicht helfen dürfen. Wir kommen mit. Vielleicht wollten sie auch einfach Law opfern. Aber ich weiß schon ganz genau, wo das ist. Da wollte ich nämlich schon letztens mal wieder hingucken. Dieser eine Stein, wo es heißt, es ist noch nicht Zeit oder da ist ein Sugel eingesperrt und, ne? War hier in der Nähe. I think Hoodle senses something. Das hier ist noch eine Möwe. War das nicht hier in der Nähe? Okay, machen wir es mal anders. Das Igluland. Da! Mein Gott. Wusste ich doch, es war in der Nähe. War nicht in der Nähe. Warte. Wir sind auf die falsche Richtung raus. Wir tun einfach so, als ob wir nichts. Ich nix. Wir gehen wieder ins Igluland. Da finden wir Captain Iglo. Falsche Richtung. Do you sense one of your friends, Hoodle? Ja, irgendwo müssen hier noch seine Homies sein, aber. Who knows? Eigentlich hier nur auf dieser Straße bleiben. Ja, ja, ihr Sugels. Ich sehe schon, dass ihr mich angreifen wollt. Hier, endlich! Is this the barrier that's keeping the Zugel in that Nath mentioned? Looks like it. Our Zugel pal should be on the other side. This barrier is weird. It looks old and half finished. Plus, he said it was okay to break. I mean, we won't need it anymore once the Zugel's gone, right? So what does it matter? Siehst du, kaputt hauen. Did they really think that barrier was enough for a Zugel like that? It was. That thing was sturdier than you give it credit for. Really? So that's the Zugel, huh? This should be a piece of cake. Don't get careless, Law. Oh crap! Oh crap, oh crap, oh crap! Hat er nicht gerade gesagt, dass das easy gehen würde? 53 kriegen wir aber hin. Brace yourselves! This one's tough! I never miss! Bet that shell's hiding something tasty. You're mine. Lunar corruption. I'm just getting stuck. Go for the weak point. It's almost too strong. Then I'll split it open. Be my guest. Dragon swarm. Lunar corruption. Can't get out of this. First strike. Oh, der hat aber Damage gemacht gerade. Aber 2000 Schaden. Das hat Winray nur knapp überlebt. Hey. Der kleine Scheißer macht ganz schön Schaden. Ja, das... Ich bin aber mal weg. Now you see what I can do. Really? Swarm. Yeah,
Der ist aber ein bisschen härter hier, der. Ja, sehr schön. Das war ja schon mal ganz gut. Ich bin konzentriert, okay? Klar kannst du das. Bemühe dich. Schön draufhauen auf deinen scheiß Kern. Den brauchen wir eh nicht. Komm mal, Heilung, Shion, wird nett. Na ernsthaft, ich brauch mal Heilung, Mädel. Das wäre echt schön. Oh, wir haben gar keine Heilung. Oh, Alter. Hä, warum haben wir... Hä, haben wir jetzt so viel Schaden schon bekommen? Das ist eigentlich geklaut, aber okay. Ich hab's eigentlich gerade gecountert, das Ding, aber okay, ist in Ordnung. Aber ich glaube, der ist ja auch gerade ein bisschen in seinen Modus der Beschissenheit, ne? Oh, Shion ist tot. Fängt ja noch an, böse zu werden, wa? Gut, dass ich da reinrenne. Alter, der Typ ist wirklich ein bisschen over, wa? Vielleicht ein bisschen wieder... Vielleicht sollte Shion sich auch mal mehr aufs Heilen konzentrieren und nicht mehr so viel schießen. Das wäre auch, glaube ich, eine gute Maßnahme. Ich meine, die Leute sterben und du heilst nicht, Mädel. Das ist ein bisschen kacke. Bin schon weg. Funktioniert nicht. Dumm, dass es das gibt. Ich glaube, wenn sie so halt blau sind, dann... Ich weiß jetzt nicht, was unser Damage ist und was sein... Achso, jetzt... er hat die Dinger, das habe ich gar nicht gesehen bei den scheiß Meteoriten. Das habe ich gar nicht gesehen bei dem Chaos. Okay.
Wie oft sagt sie das noch? Bis der Tag um ist oder was? Ja, macht auf jeden Fall Damage. Hä, was macht er denn jetzt? Hä, ich habe ihn doch gerade betäubt. Ach man, spiel doch mal da irgendwie anders. Think about the game hier, Alter. Gott. Ich habe ihn doch gerade betäubt mit meinem Angriff. Ich stehe jetzt hier hinten einfach. Was soll ich sonst machen? Ich kann hier hinten nur stehen. Bringt sowieso nichts. Versuch irgendwie ein bisschen alle meine Items zu verbrauchen gegen ein und dasselbe Monster. Mein, was soll ich hier machen? Der ist ganz hart over. Dafür, dass der auf unserem Level ist, ist der ganz hart over. Ist der überhaupt auf unserem Level? Ich weiß gar nicht, was für ein Level ich bin. Die sterben, die sind aber auch so dumm und sterben einfach die ganze Zeit. Wieder nicht getroffen. Ich weiß nicht, warum das nicht trifft, aber manchmal ist dieses Spiel ein bisschen Bug. Alter, jetzt verrecke doch endlich. Halleluja. Alter Finne, ey, wir haben schon so viel Heilung verjapst. Hey, hat er Leben und Verteidigung. Stand wieder Bußbrecher, aber bricht nichts. Mach das nicht rein. Mach das nicht rein, wenn Bußbrecher nicht gehen. Alter Finne, was ein Fickvieh. Dann fick mal in der Tüte, dass er fiktiv ist und nicht echt.